Ja, ich freue mich so. Ja, ich gehe jetzt gleich, mache ich ein neues Video. Weil das wird geil. So lange kein Video mehr gemacht. Auf geht's, Mann. Ich hab das. Müssen mir nur einfallen, über was ich jetzt rede. Irgendwas über Schach wahrscheinlich. Ja. Oh, bin ich auf Sendung? Ja, hallo liebe Schachprofis. Herzlich willkommen. Ich weiß immer nicht, wie ich so ein Video überhaupt anfangen soll. Willkommen zum neuen Video, wo ich sinnlose Scheiße rede. Boah, ich hab Scheiße gesagt, das kommt gleich. Wird gleich überall verbreitet, ja. Ich weiß immer nicht, wie man sowas anfängt, wie man sowas aufbaut und so weiter. Ich meine, ich glaube, ganz so gechillt, am besten gefällt es den Leuten, also mir gefällt es auch sehr gut, wenn ich Videos von YouTubern sehe, die währenddessen Musik einblenden oder vorher Musik einblenden, irgendwie. Also es kommt natürlich auf die Musik an, so ein bisschen, aber eigentlich meistens passt das auch ganz gut, also besser als wenn hier Totenstille ist und na gut. Aber meine Stimme ist jetzt auch nicht die schlechteste, von daher gut, können wir am Anfang. Ja, warum mache ich das Video? Natürlich, ich habe gesagt, jetzt bei jedem Mal, wo ich die höchste Elo gesteigert habe, mache ich eins. Habe ich das euch letztes Mal gesagt? Also letztes Mal war es jedenfalls so, dass ich höchst Elo, letzten Monat war 2.5.11, jetzt habe ich 2.5.14, also nochmal 3 Punkte mehr. War aber irgendwie auch nur eine Partie, die ausgewertet wurde, aber die habe ich gewonnen. Und die letzten Tage habe ich das Korbacher Open gespielt und das war, naja, gut, ich will es nicht schlecht reden, aber gut, das, ich habe das Turnier gewonnen, aber ich hatte auch kaum Gegner. Aber es war auch knapp, also nur 6 aus 7 geholt und gut, eine Verlust, beziehungsweise eine Remis-Stellung gewonnen, dann eine Verluststellung Remis und eine Gewinnstellung Remis, das beides mit Weiß, das ja, hätte ich besser machen können. Jedenfalls die 6. Runde, das war wirklich bitter. Mein Ziel war es nämlich die 3., 4. und 6. Runde zu gewinnen, dann habe ich die 3. gewonnen, die 4. und 6. auch nur Remis geschafft. Wahrscheinlich werde ich das Korbacher Open nächstes Jahr wieder spielen. Mal sehen. Aber wenn, dann nur deshalb. Ja, dafür habe ich jetzt im Studium viel verpasst, aber achso, ihr wisst, was ich studiere. Ja, ich wollte eigentlich sagen, ich habe Probleme. Ich würde ja eigentlich auch gerne Musik einblenden, während ich hier rede, aber ich bin ja auch gelernter Informatiker, habe das studiert, ne? Aber bin trotzdem so schlecht, dass ich keine Musik einblenden kann gleichzeitig. Nee, ich kann das nur mit meiner Kamera machen und diese ganzen Produkte zum Downloaden, die ja, das sind alles nur so Testversionen, die nach 30 Tagen aufhören. Vielleicht sollte ich das machen, so ein Produkt 30 Tage testen, dann das nächste das 30 Tage testen und dann wieder, ne? Also ich glaube, wenn man die vom Computer löscht und neu installiert, dann das funktioniert wahrscheinlich nicht. Habe ich nicht ausprobiert, aber es wäre ja lustig. Ja, über was können wir noch reden? Also, ja. Ich spiele, ja, ich habe angekündigt, 2 Wochen ist österreichische Liga, ne? Ja, und ich hätte jetzt eigentlich auch mal Bock, so richtig. Ja, ach so, was ich auch sagen wollte, ist natürlich jetzt, das Wetter ist nicht mehr so toll. Es wird immer früher dunkel, deswegen habe ich jetzt hier auch Licht an, ne? Ich könnte das auch im ganz Dunkeln, da sieht man ja gar nichts mehr. Da hört man wirklich nur noch meine Stimme. Dann ist man auch ganz fixiert auf meine Stimme. Ansonsten hier kann man ja noch gucken, was noch außer mir hier zu sehen ist. Zum Beispiel das hinter mir. Ich weiß nicht. Ich räume mein Zimmer auch nur dann auf, höchstens dann auf, wenn ich hier drehe. Und ansonsten ja, würdet ihr nicht gerne hier mit mir in einem Zimmer sein. Auch ohne mich vielleicht nicht. Wer weiß das schon, ja. Habe viele spannende Partien gespielt, aber nee, ich wirklich in Korbach habe ich nur eine von 7, war wirklich gut. Das war die 5. Runde. Ich habe die übrigens alle auf meiner Fanpage verlinkt. Wenn ich dran denke, mache ich vielleicht hier unter diesem Video noch so einen Link zur Fanpage, wo ihr dann, na gut, die meisten werden sie schon kennen. Ja, wieder sinnfrei Mist drin. Ja, die
Über was kann ich noch so reden? Ja, ich bin jetzt 39. von Deutschland mit einer Elo von 2 von 14. Ich glaube, in Korbach habe ich so mehr oder weniger vielleicht plus 1 oder plus minus 0 gemacht. Wird sich nicht viel verändern. Ja. Morgen werde ich ich weiß nicht, ob es jetzt heute noch online kommt, aber morgen werde ich in Frankfurt ein Schnellschachturnier wieder spielen, natürlich. Und dann werde ich, wenn ich das gewinne, werde ich mich vielleicht in der Gesamtwertung schon an die Spitze setzen. Ja, werden wir mal sehen, aber vorher werde ich noch woanders hin. Und erstmal ganz viel lernen außerhalb des Schachs. Ne? Erinnert ihr euch, als ich vor 3 Jahren gesagt habe, ich bin alt, da war ich 20 Jahre alt, ne? Da habe ich gesagt, ich bin alt, aber nicht so alt, um Großmeister zu werden. Jetzt sage ich es irgendwie so, ja, ich bin alt, aber noch nicht so alt, um zu studieren oder ähnliches. Ja, oder um Frauen kennenzulernen. Da hätte ich auch mal Bock drauf. Nein, das soll jetzt nicht so wie so ein Vermittlungsvideo rüberkommen. Das habe ich nicht nötig. Gut. Frauen und Schach. Nee, habe das Turnier ja in Korbach nicht alleine gespielt. Aber Frauen und Schach, irgendwas stimmt da nicht. Und das habe ich auch vorher schon das Gefühl gehabt. Die kennen sich. Also, ich glaube zumindest, dass Frauen jetzt, zumindest meine Tochter, die Melone, die mir zum Vatertag gratuliert hat, die nicht meine Schwester ist. Ja, zumindest bei der habe ich gemerkt, dass ihr wahrscheinlich doppelrundige Turniere nicht so liegen wie einzelrundige Turniere. Also Einzelrunde, zum Beispiel Deutsche Jugendmeisterschaft hat sie bei den Mädchen über 100 plus gemacht. Und jetzt hat sie in Korbach, obwohl sie mit mir da war, Minus gemacht, hat sich zweimal nicht richtig an die Eröffnung erinnert. Das war aber auch früh morgens. Ja, wir sind ganz früh morgens aufgestanden. Sie hat gesagt, dass ich ihr was zeigen soll. Ich habe ihr was gezeigt, vielleicht nicht ausführlich genug. Ich habe das auch manchmal bei meinen eigenen Vorbereitungen, dass ich da mal ganz kurz gucke, was könnte ich vorbereiten. Und dann, also in Korbach jedenfalls, kam das auch genauso aufs Brett, aber ich habe danach. Irgendwie sind meine Gegner abgewichen und dann habe ich nicht richtig gespielt. Und wenn ich richtig gespielt hätte, wäre es alles super. Mindestens mal Vorteil, ne? Ja, jedenfalls, um auf Melonen zurückzukommen, ja, sie hat sich zweimal, als sie weiß hatte, sich, ja, ziemlich, eigentlich sehr früh in den ersten 10 Zügen schon was vergessen, also nicht gemerkt. Und das finde ich wirklich ein bisschen schade. Ich habe übrigens eine Liste gemacht. Oh, ich muss die unbedingt sagen. Ich muss die euch unbedingt sagen. Das soll jetzt nicht irgendwie schwul rüberkommen. Das einfach mal, da könnt ihr euch auch persönlich einordnen, wo ihr gerade steht. Ich habe nämlich sehr vielen Leuten schon so Spitznamen gegeben. Und ja, soll ich da einfach mal loslegen. Also natürlich bei meiner Familie, Schachfamilie und noch so anderen Bekannten, die ich ja, vom Schach. Die habe ich alle so ein bisschen die Namen geändert und vielleicht kennt ihr euch da ja auch schon wieder und habt da eine Liste gemacht und dann immer so ja, aufgesagt. Wir arbeiten uns jetzt vom schlechtesten zum ersten Rund, besten runter. Hoch, sorry. Also, mal sehen, ob ich das noch alles hinkriege. Ich habe es auswendig gelernt, aber ich wiederhole das nicht jeden Tag, also. Fangen wir unten an. Bei wem fangen wir an? Bei Carlsen? Ja, gut, also Jens Irrbach ist noch nicht so gut wie Caroline Tran. Caroline Tran ist noch nicht so gut wie Melone Pötsch. Melone Pötsch ist noch nicht so gut wie Cat A. Kamsky. Cat A. Kamsky ist noch nicht so gut wie Mario Rucksack. Mario Rucksack ist noch nicht so gut wie Macho Vallejo. Macho Vallejo ist noch nicht so gut wie Thorsten Osterhase. Thorsten Osterhase ist noch nicht so gut wie Fred Doof. Fred Doof ist noch nicht so gut wie Anna Andrest. Anna Andrest
ist noch nicht so gut wie Konstantin Goebbels. Konstantin Goebbels ist noch nicht so gut wie Daniel Pratzler. Daniel Pratzler ist noch nicht so gut wie Keter Peller. Keter Peller ist noch nicht so gut wie Unfug Turnschuh. Unfug Turnschuh ist noch nicht so gut wie Steffi Solona. Steffi Solona ist noch nicht so gut wie Steffi Reschke. Steffi Reschke ist noch nicht so gut wie Julian Gaeske. Julian Gaeske ist noch nicht so gut wie, ja, und so weiter auch. Wie, Heinz Pötsch, das bin ich. Heinz Pötsch ist noch nicht so gut wie Igor King Queen. So, und jetzt hört's auf. Hätte noch ein paar mehr machen können, aber nee, lieber nicht. Ich weiß, dass da draußen welche gibt, die mich stalken und die besonders nach so Aussagen am liebsten mich da mit irgendwelchen Messern töten würden. Ja, auch ohne Messer, aber mit den Fäusten vielleicht auch. Ich habe ja keine Ahnung. Aber das darf man alles nicht so ernst nehmen. Ich meine, ganz ehrlich, ich nehme auch nicht jeden ernst. Leute, die irgendwie sagen, dass sie zum Beispiel mit mir... Ja, keine Ahnung. Darf ich das sagen? Ja, zum Beispiel Mädchen, die mit mir nichts zu tun haben wollen, obwohl ich sie eigentlich immer tollen Kontakt zu ihnen hatte, aber sie fast nie gesehen habe. Ja? Haben es nötig, mir zu schreiben, dass sie mit mir nichts anfangen wollen. Dann denke ich mir, hä, was soll das? Ja? Und in Wirklichkeit steckt auch dahinter, ich will dich nicht mehr sehen, weil ich Angst vor dir habe. Sollte man mal echt drüber nachdenken. Aber gut, ich habe da kein Problem mit. Ich verstehe das ja auch. Ich meine, ich bin ja auch ein bisschen asozial. Ich habe zwar Abitur, aber ansonsten, bin ich ja total hängen geblieben und so und nur Schach gespielt und es wird sich jetzt ändern und ich glaube, je länger ich drüber rede, desto peinlicher wird das jetzt auch. Ich glaube, da mache ich jetzt gleich mal einen Schlussstrich drunter. Ja, ich glaube, ich fahre jetzt gleich mal nach Mainz oder so ähnlich und da gucken wir morgen mal an, wie die Vorlesung wird. Aber keiner wird je rausfinden, wo ich studiere. Ich sag nur, alle Wege führen nach Berlin. Berlin ist die schönste Stadt, die ich kenne. Also war vielleicht nicht unbedingt die schönste, aber da, wo es einfach am meisten gibt, was man braucht. Und na gut, über Definition, was braucht man, kann man sich auch streiten, ob es jetzt Essen ist oder noch mehr. Also Essen und Trinken reicht ja, ne? Ich bin immer ein total sparsamer Mensch. Ich meine, ich habe jetzt auch in Korbach 777 Euro Preisgeld verdient. Und also so alles in allem etwa 700 Euro, vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich weiß überhaupt nicht, was ich mit meinem Preisgeld anfangen soll. Ich sage mir immer, oh ja, ich verzichte auf das Studium oder so für ein Schachturnier und gewinne dann da Geld, aber ich gebe es einfach nicht aus. Ich spare mein Geld hier und da. Das ist echt... Ja, was schreibt mal in die Kommentare, was soll ich verdammt nochmal mit meinem Geld anfangen? Und jetzt kommt mir nicht mit wieder, vielleicht sollte ich mir wirklich mal so gescheite Programme, Videobearbeitungsprogramme kaufen, ne? Also das könnte ich mir vorstellen. Boah, wisst ihr, es ist noch nicht spät abends, aber ich bin jetzt auch ein bisschen müde. Und ich bin es auch überhaupt nicht gewohnt, so lange frei zu sprechen. Ich meine, im geschlossenen Raum, ja, da behaupte ich, bin ich nicht mal der Einzige, der Selbstgespräche führt und sich traut, alles zu sagen. Aber, ne, sobald ich vor einer Gruppe von Leuten stehe, da kommt es wirklich drauf an, ja. Es kommt drauf an, ob ich mit dem Thema, über das ich reden will, so richtig vertraut bin oder nicht. Und früher hatte ich auch immer totale Angst, vor Leuten zu reden und ich bin es auch überhaupt nicht gewohnt im Moment. Muss ich mal sagen. Aber, ja, Leute zu überraschen, das gefällt mir eigentlich. Ich würde sagen, peace auf, ich bin draußen. Ich weiß überhaupt nicht, wie lange ich jetzt geredet habe. Mindestens 10 Minuten. Na gut, was steht so an?
Ich meine, gut, ich habe mich jetzt vielleicht einen Monat nicht gemeldet, aber oh, ich glaube, ich mache lieber Schluss, bevor das zu lang wird. Ja, ihr könnt mir ja mal auch empfehlen, was ich über Weihnachten spielen soll, das weiß ich jetzt noch nicht. Weihnachten oder Neujahr habe ich wahrscheinlich vor in Schweden den Rilton Cup, das könnte ich mir vorstellen. Oder Groningen, Staufer Open, wer weiß. Na gut, ich will es nicht zu lange machen. Man sieht sich vielleicht im nächsten Video. Mensch, mal wieder die Höchst-Elo geknackt habe. Ich habe jetzt eine Sache, will ich noch loswerden. Vielleicht will ich noch viel mehr loswerden, ist jetzt auch egal. Vielleicht komme ich da nicht zu. Ich habe die letzten 27 Partien, 27 Partien in Folge nicht verloren. Und darunter waren ja immerhin zwei Verluststellungen. Aber das nur mal als Rekord. Die letzten 27, mal sehen, wie lange es dauert, bis mal wieder jemand kommt und mich besiegt. Also nach diesem Video wird bestimmt jeder alles dran setzen. Ja, bis dann. Wir sehen uns.